Hallo und willkommen zu einem neuen Video und auch zu einer neuen Videoreihe. Ich habe mir nämlich überlegt, dass ich ab jetzt immer ein paar kurze, knappe Videos zu einem bestimmten Thema machen werde, wo ihr dann Einblicke in die norwegische Kultur bekommt und ein bisschen seht, wie das Leben hier so ist. Denn das alles in ein Video zu packen, ist viel zu viel. Also wird es immer ganz viele kleine Videos geben, immer zu einem bestimmten abgegrenzten Thema. Und heute legen wir los mit dem Thema Mülltrennung und Recycling in Norwegen. Ja, bei uns in der Kommune ist es so, dass wir trennen zwischen Restmüll, Plastikmüll und Papiermüll. Was es noch nicht gibt, was aber in den kommenden Jahren eingeführt werden soll, das ist der Bioabfall. Und das gibt es schon in einigen Kommunen in Norwegen, aber bei uns gab es das eben bisher noch nicht. Und das wird jetzt auch einige Jahre wohl dauern, bis alles umgestellt wird hier bei uns in Trondheim. Ja, und bis dahin haben wir eben diese drei Dinge und diese drei Tonnen, zwischen denen wir trennen. So, und jetzt gehe ich mal schnell raus und zeige euch unsere Tonnen. In Norwegen ist es häufig so, dass die Mülltonnen ein bisschen weiter weg sind vom Haus. Also so war das früher bei uns, als wir zum Beispiel in einem Blockhaus gewohnt haben, in einer Wohnung, oder als wir ein Reihenhaus hatten. Wir wohnen ja jetzt aber in einem Einfamilienhaus und bei uns stehen die Müllcontainer direkt hinterm Haus. Aber bei manchen ist das ein bisschen weiter weg, selbst wenn sie in einem Einfamilienhaus wohnen. So, das hier sind jetzt unsere Tonnen. Restabfall, Papier und Plastik. Ja, der wichtigste Unterschied zum deutschen Mülltrennungssystem ist eigentlich, dass wir keinen gelben Sack haben. Das heißt, in den Plastikmüll kommen wirklich nur Plastikverpackungen, die so ja ziemlich klar sind, wo auch kein Metall mit dabei ist. Denn sobald Metall enthalten ist, muss die Verpackung in den Restmüll. Ja, und dann ist es auch noch ganz wichtig, dass man nur gereinigte Plastikverpackungen in den Plastikmüll wirft. Das ist zum einen wichtig, damit die Verpackungen überhaupt wiederverwendet werden können und zum anderen, weil der Plastikmüll nicht sehr oft abgeholt wird. Der bleibt also ziemlich lange hier stehen und das würde natürlich dann anfangen zu stinken, wenn das dreckige Verpackungen wären. Neben unseren Mülltonnen haben wir auch diese kleine rote Box. Hier haben wir auch immer ein paar Steine zu liegen, übrigens, weil es manchmal halt ziemlich windig ist und uns sind jetzt schon ein paar Mal die Mülltonnen umgefallen und die Deckel aufgegangen und der Müll hat sich hier verteilt. Deshalb, wenn es windig ist, dann legen wir hier große Steine oben drauf auf die Tonnen. Ja, und hier, das ist eine kleine rote Tonne daneben und das ist der Spezialabfall. Und dort kommen so gefährliche Dinge rein, also zum Beispiel Spraydosen oder kleine Farbreste oder Öl oder auch Batterien und Kleinelektronik, Glühbirnen, sowas kommt alles hier rein in den Spezialabfall. Und der wird, glaube ich, zweimal pro Jahr abgeholt. Da muss man dann die Kiste rausstellen an den Weg und dann wird der abgeholt. Ich habe mir jetzt auch eine App von unserer Kommune runtergeladen, wo ich jetzt immer schauen kann, wie oft der Müll abgeholt wird bei uns. Und bei uns ist es so, dass jede zweite Woche der Restmüll abgeholt wird und alle 3 bis 4 Wochen nur der Papiermüll abgeholt wird. Ja, und bei Plastik ist es sogar so, dass der nur ungefähr alle 7 Wochen abgeholt wird. Also der Plastikmüll bleibt wirklich am längsten liegen. Und deshalb ist es auch so wichtig, dass da nur gereinigte Verpackungen reinkommen, weil es natürlich sonst anfängt zu stinken. Ja, und es ist eben nicht so umfangreich wie der gelbe Sack. Wir haben auch nicht diese großen Säcke oder so, sondern einfach ganz normale Mülltüten. Wir versuchen hier auch immer den Weg so ein bisschen freizuschaufeln, damit die Müllabfuhr hier gut durchkommt. Aber das ist hier alles hartes Eis. Das heißt, das kann man gar nicht wegbekommen, wenn man nicht sofort anfängt zu schippen, wenn der Schnee fällt. Ja, und da kommen wir halt auch nicht immer hinterher. Und die ganze Stadt kam hier nicht hinterher mit der Schneeräumung in den letzten Wochen. Und deshalb wurde der letzte Papiermüll von uns überhaupt nicht abgeholt. Und der stapelt sich jetzt schon zu Hause seit 2 Wochen. Und wir müssen, glaube ich, noch 2 Wochen durchhalten, bis der Papiermüll wieder abgeholt wird. Ein weiterer Unterschied ist eben, dass Plastikverpackungen mit Metallanteil in den Restabfall gehören. Ja, und dazu gehören leider sehr viele Verpackungen, so für Schokolade oder Chips und so weiter. Oder auch solche Tüten, so Fertigprodukttüten oder sowas. Das gehört eben alles hier noch in den Restmüll. Hier seht ihr den Papiermüll, der sich bei uns im Haus stapelt und den wir dann selbst zu einem Recyclinghof bringen müssen. Also wir haben zum Glück auch einen Recyclinghof hier in Trondheim und der ist auch nicht so weit von uns zu Hause entfernt. Und dort kann man Pappe, Plastik, Metall und auch Holz zum Beispiel gratis abgeben, ja, oder auch Gartenabfälle, aber natürlich keinen Restmüll. Den kann man nur über seine eigene Tonne entsorgen. Was euch vielleicht gleich auffallen wird hier, ist, dass ich eine Getränkeverpackung hier habe. Also das ist ein Milchkarton.
Und der gehört in Norwegen tatsächlich in den Papiermüll und nicht in den Plastikmüll. Ja, und zwar sogar mit diesem Plastikverschluss kommt der so in den Papiermüll. Also das ist noch ein sehr wichtiger Unterschied zwischen dem deutschen und dem norwegischen System, dass die Getränkeverpackungen eben in den Papiermüll kommen. Und bei den Mülltonnen ist es auch so, dass man sich verschiedene Größen aussuchen kann und die bei der Kommune dann eben bestellen kann. Also je nachdem, wie groß die Familie ist, kann man eben die Tonnengröße da anpassen. Und natürlich kosten die größeren Tonnen mehr als die kleineren Tonnen. Und hier habe ich mal zwei Beispiele für euch. Also hier habe ich eine Plastikverpackung, wo kein Metall enthalten ist. Also diese äußere Verpackung würde also in den Plastikmüll gehören. Diese Verpackung hier allerdings enthält etwas Metall und deshalb muss sie in den Restmüll. Und genauso ist das zum Beispiel hier mit dieser Salzstangenverpackung. Die hat eben Metall innen drin und deshalb gehört die in den Restmüll in Norwegen. Zum Thema Sperrmüll, da kann man zur Seite handabfall.no gehen und da können wir dann zum Beispiel nachschauen, wann das nächste Mal Sperrmüll abgeholt wird und dann einfach bestellen, dass der auch bei uns abgeholt wird. Wenn man jetzt aber an einem ganz bestimmten Tag möchte, dass der Sperrmüll abgeholt wird, dann kann man sich ein Abfalltaxi bestellen. Das haben wir ja schon mal gemacht, und zwar als wir umgezogen sind aus unserer ersten Wohnung. Und da brauchten wir wirklich eben an diesem Umzugstag ein Abfalltaxi und da haben wir uns so einen kleinen Van bestellt. Das hat 500 Kronen gekostet, also einmal den Van voll machen. Und wir haben dann auch mitgeholfen, das alles reinzuladen, haben dann auch direkt beim Fahrer bezahlt und das war alles ziemlich unkompliziert. Also das kann man auch machen. Als wir noch im Reihenhaus gewohnt haben, da wurde sogar einmal im Monat Sperrmüll abgeholt. Also nicht in den Wintermonaten, aber zwischen Mai und Oktober kam einmal im Monat ein großer Container vorbei und man konnte den voll beladen. Und auch der Gartenabfall wurde dort regelmäßig abgeholt. Aber dort war es eben so, dass das alles organisiert wurde durch die Verwaltung der Nachbarschaft dort. Dafür haben wir ja auch bezahlt. Jeden Monat hatten wir da relativ hohe Nebenkosten, die eben für Müll und Pflege der Grünanlagen und Schneeräumung und alles Mögliche eben dann waren, diese Kosten. Also das ist natürlich super praktisch, dass das alles organisiert wurde. Aber dafür sind die Nebenkosten dann auch ziemlich hoch. Wir haben ja früher in einem Reihenhaus gewohnt und dort hatten wir öfter mal das Problem, dass der Müll draußen lag und dann anfing zu stinken. Und deshalb wurden nach einer Weile dann unterirdische Müllcontainer dort angelegt. Und die Klappen zu diesen unterirdischen Müllcontainern konnten wir als Bewohner dann mit einem Chip öffnen. Das war es eigentlich auch schon, was ich euch erzählen wollte über das Mülltrennungssystem hier bei uns in Trondheim Kommune. Falls ihr irgendwelche Fragen oder Kommentare habt, dann schreibt mir gern. Ansonsten sage ich Dankeschön fürs Zusehen und vielleicht sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, tschüss!